Stellen Sie sich vor, Sie könnten eine Vorlesung bei Marie Curie, Max Weber oder Albert Einstein besuchen. Der digitale Wandel eröffnet unendliche Möglichkeiten. Online können Professoren die ganze Welt erreichen und ihre Lehrveranstaltungen für Lernende jeden Alters öffnen. Eine fantastische Vorstellung, die bereits heute Wirklichkeit ist. Als einige Professoren der Stanford University ihre Lehrveranstaltungen im Herbst 2011 online zugänglich machten, wurde dies über Nacht zu einem überragenden Erfolg. In die ersten zwei Pilotkurse schrieben sich über eine 250.000 Studierende ein. Seitdem haben Professorinnen und Professoren der weltweit besten Universitäten hunderte Lehrveranstaltungen als Open Courses online durchgeführt. Nun stellt sich die Frage, was bedeutet dies für die Zukunft der Hochschulbildung? Der Präsident der Stanford University formulierte es so: Da kommt ein Tsunami auf uns zu. Damit Professorinnen und Professoren nicht davon überrollt werden, wollen wir ihnen helfen, auf dieser Welle zu reiten. Daher etablieren wir Partnerschaften mit den besten Lehrenden, Hochschulen und Forschungseinrichtungen. Zusammen wollen wir qualitativ hochwertige Open Courses entwickeln, die tausende Studierende aus der ganzen Welt anziehen. Okay, aber wie soll das konkret funktionieren? Es geht nicht darum, einfach 90-minütige Vorlesungen zu filmen. Vielmehr gilt es, Lehrmaterialien zu erstellen, die das Format der Online-Lehre bestmöglich nutzen. Anders als ein Lehrbuch besteht ein Open Course aus multimedialen Inhalten und interaktiven Lehrmaterialien. Einstündige Vorlesungen zum Beispiel werden in mehrere kurze Videos aufgeteilt, in denen jeweils eine Sinneinheit vermittelt wird. Auf diese Weise können Studierende einzelne Abschnitte anschauen, wann immer sie wollen, zwischendurch anhalten oder diese noch einmal erklären lassen. Nach jedem Abschnitt können die Studierenden kurze Aufgaben lösen oder Fragen beantworten. So erhalten die Studierenden direktes Feedback, ob sie die Inhalte verstanden haben. Klingt ja interessant. Aber ist die Interaktion mit anderen Studierenden nicht ein wichtiger Teil des Lernens? Keine Frage. Auch wir sind der Meinung, dass es sehr wichtig ist, dass die Studierenden gemeinsam lernen. Denn genau dadurch werden Universitäten zu lebendigen Orten des Austauschs. Deshalb können in unseren Open Courses Tausende von Studierenden verschiedenster Herkunft auf einem digitalen Campus mit und voneinander lernen. Natürlich kann kein Professor alleine die Fragen tausender Studierender beantworten. Studierende können Fragen stellen, nach bereits vorhandenen Fragen suchen und die Fragen anderer beantworten. Indem Sie Fragen, Antworten und Argumente bewerten, lassen Sie die besten Inhalte nach ganz oben wandern. Ein Peer-Review-Verfahren kann auch dann genutzt werden, wenn die Lehrinhalte nicht gut mit Multiple-Choice-Tests abfragbar sind. So können die Studierenden sich zum Beispiel untereinander mit ihren Arbeiten auseinandersetzen und sich gegenseitig Feedback geben. Zum Abschluss des Kurses erhalten die Teilnehmer ein Zertifikat, das bescheinigt, was sie gelernt und wie sie abgeschnitten haben. Die Idee ist einfach. Millionen sind heute schon dabei. Wer jetzt noch fehlt, bist du.